Hallo, herzlich willkommen beim Make-up-Coach. Heute geht's um das Thema, kann ich einen Pinsel auch mal zweckentfremden und etwas anderes auftragen? Ja, jetzt vielleicht nicht mit einem dicken Puderpinsel einen Lidstrich ziehen, das geht natürlich nicht. Aber wer sagt, dass man mit einem Grundierung- oder Foundation-Pinsel kein Puder-Make-up auftragen kann? Normalerweise trägt man ein Puder-Make-up mit einer Quaste auf. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend die kleine quadratische von uns, geht aber auch mit jeder anderen normalen Quaste, dass man ein solches deckendes Puder-Make-up aufträgt. Also das ist jetzt bis jetzt der klassische Fall, ne? Man nimmt die Quaste so und verteilt alles. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, wie sieht das Ergebnis aus, wenn ich das mit einem Pinsel auftrage? Natürlich nicht mit einem solchen Pinsel, ginge auch, aber da geht viel zu viel durch Verstauben verloren und Sinn und Zweck der Übung, nämlich mit dem Puder auch direkt abzudecken, das würde nicht so satt im Ergebnis. Ich habe hier alle 6 Töne von Ratzfatz. In der Reihe sind, jetzt muss ich gucken, weil es ja andersrum ist, also in dieser Reihe sind die Kalttöne und hier unten sind die Warmtöne und momentan liege ich bei Warm 3. Und ich habe meine rechte Gesichtshälfte schon mal vorgearbeitet und zwar mit dem Foundation-Pinsel. Und wenn du dir jetzt mal ganz genau anguckst, ich versuche mal den Mund zu halten, welche Seite findest du besser? Das hier sieht sehr natürlich aus, finde ich. Da fehlt jetzt natürlich noch Rouge und man könnte hier noch so ein bisschen schattieren, ne? So die Kilos, die sich doch wieder raufgefuttert haben. Aber schau dir mal hier den Glanz an. Das kann ich natürlich jetzt auch mit Transparentpuder, mit unserem Zauberpuder mattieren. Dann haben wir schon mal viel gewonnen. Aber in dem Moment, wenn es rote oder dunkle Flecken gibt im Gesicht, dann möchten wir die ja vielleicht abdecken. Selbstverständlich geht das auch mit einem Make-up-Produkt. Aber gerade letzte Woche hat mir eine Frau geschrieben, oh, ich benutze viel, viel lieber deckendes Puder-Make-up und deswegen die Anregung nochmal nicht mit der Quaste auftragen, sondern mit einem Foundation-Pinsel. Auch hier Schatten, der ist hier weg und sieht alles viel, viel gleichmäßiger aus. Ich finde sogar, dass das schlanker aussieht. Kommt daher, weil jetzt hier die Haut stark gerötet ist und deshalb sieht sie verquollen aus. Auch hier dieser helle Streifen, der sieht optisch so aus, als käme das alles ein bisschen nach vorne. Ich klipse jetzt mal meine Flusen hoch, so, dass du es besser sehen kannst. Auch jetzt hier im Stirnbereich kannst du ganz genau sehen, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Das spiegelt hier alles und sieht sehr unruhig aus, wirkt auf den Betrachter verquollen. Und wenn du dir die Gesichtshälfte anguckst, also bei einer perfekten Haut kannst du das genauso mit dem Zauberpuder erreichen. Aber sobald du etwas abdecken möchtest, ist vielleicht ein Make-up oder ein solches deckendes Puder-Make-up, wie hier Ratzfatz, genau das Richtige für dich. So, dann starte ich mal. Hier mein Foundation-Pinsel. Und jetzt sagst du vielleicht, was ist das denn? Das ist was ganz Neues. Bis jetzt hatten wir ja diesen Foundation-Pinsel, der auch sehr, sehr gut ist. Aber ich versuche ja immer, Dinge zu optimieren. Und ich habe jetzt den Kopf noch mal etwas verkleinern lassen. Dafür ist er minimal breiter, wie man sehen kann. Und die Fasern sind noch mal nochmal viel, viel weicher. Das liegt daran, dass sich alle paar Jahre das überholt. Also, dass immer bessere Fasern auf dem Markt sind, die dann in diese hochwertigen Pinsel verarbeitet wurden. Was ich dir empfehlen kann, schau nachher mal hier unten in die Infobox. Ich war nämlich letztes Jahr mit Luisa in der Pinselmanufaktur, wo 95% unserer Pinsel herkommen. In Nürnberg, handgemacht,
Wie gesagt, den Film verlinke ich dir unten. Das ist jetzt nicht von letztem Jahr, weil da durften wir wegen Corona nicht in die Produktion rein. Man hatte Angst, weil sehr, sehr viele schon ausgefallen waren, dass da nichts von außen nochmal vielleicht reingetragen wird. Aber mein Besuch von vor ein paar Jahren, der hat mich selber auch sehr beeindruckt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass unsere Make-up-Coach-Pinsel in solch einer Handarbeit gefertigt werden. Also das, ne, muss man sich mal vorstellen. Normalerweise läuft das durch die Bänder, wird alles maschinell gemacht. Unsere Pinsel, da wo Make-up-Coach draufsteht, werden per Handarbeit gefertigt. Und das, wie gesagt, verlinke ich dir. Schau dir das mal an, wenn dich das interessiert. Also ich habe den Kopf nochmal verbessern lassen. Und dann habe ich gedacht, so, ne, was gibt es so, wo man sagt, oh, das ist schön, ich bin ja Mädchen, ich möchte was haben, was ich toll finde. Und dann haben Luisa und ich marmorierte Stiele ausgesucht. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten das bei Instagram nachgefragt, weil wir vor Ort saßen und haben gesagt, was gefällt dir besser, ein rosa-schwarz oder ein rosa-weiß? Und es war tatsächlich so, dass das fast 50-50 war. Und dann haben wir gesagt, ja, dann, lassen wir auch beide Farben machen. Carina saß zu Hause am PC, hat uns das alles direkt mal in die richtigen Farben umgesetzt, sodass wir das vor Ort auch nochmal alle vor Augen hatten, weil da gab es schwarz-rote und so. Da habe ich gesagt, das sind nicht unsere Farben. Und das konnten wir dann direkt visuell festmachen beim Termin. Und jeder Pinsel sieht natürlich etwas anders aus. Ich habe es jetzt mal hier in der Hülle gelassen, aber man kann es trotzdem sehen. Also dadurch, dass das in Handarbeit lackiert wird, also in so einem Tauchverfahren, wird jeder Pinsel etwas anders aussehen. Es gibt tatsächlich auch Pinsel, die nur eine ganz, ganz zarte Marmorierung haben. Solltest du sagen, boah, so einen Pinsel möchte ich haben, gibt es natürlich ab sofort auf unserer Homepage. Und ist es dir wichtig, ob du eine richtig starke Maserung haben möchtest oder fast gar keine Maserung, dann schreib das bitte unmittelbar nach deiner Bestellung an bestellungen@makeupcoach.de, dass wir das dementsprechend aussuchen können. Ansonsten machen wir es so, wie es aus dem Karton kommt. Und schön sind sie alle. Also da könnte man sich jetzt Wund suchen, dass man sagt, nehme ich jetzt den, nehme ich jetzt den, nehme ich jetzt den. Also schön sind sie, wie gesagt, alle. Und jeder ist ein Unikat. Und wer jetzt sagt, ach, das macht er jetzt dieser anderen großen Pinselfirma nach. Nein, wir wollten einfach mal was anderes bringen. Und vor allen Dingen siehst du den ganz, ganz wichtigen Unterschied. Die Stiellänge. Wir haben also nochmal darauf geachtet, einen möglichst kurzen Stiel zu finden, der aber immer noch gut in der Hand liegt, um näher an den Spiegel ran zu können. So, jetzt habe ich genug von diesem Pinsel erzählt. Jetzt zeige ich dir, wie man auch ein Puder-Make-up mit einem solchen Pinsel auftragen kann. Solltest du ganz fettige Zonen haben, bitte immer, bevor du einen deckenden Puder, egal jetzt nicht nur von Make-up Coach, sondern alle deckende Puderprodukte, da solltest du nochmal die Haut kurz vorher abpudern, um das Fett zu neutralisieren. Denn ansonsten, wenn die Haut da sehr fettig ist, könnte es passieren, dass das Fett die Farbe aufsaugt und dadurch wird es fleckig, weil es eben dunkler erscheint. Ne? Kannst du dir vorstellen, Fett zieht Farbe auf, an der Stelle würde es dunkler und das wollen wir nicht. Normalerweise braucht man das nicht, also wenn du eine eher trockene Haut hast, brauchst du es nicht. Und du hast gesehen, ich habe es jetzt nur hier gemacht, da wo die Haut so ein bisschen fettiger war, um das zu neutralisieren. So, und jetzt gehe ich dann mit meinem Pinsel in die Farbe Warm 3. Und was auch ganz wichtig ist, bitte jetzt nicht rühren und stochern. Das würde viel zu viel Farbnebel aufwirbeln und das fällt bei Berührung dann runter. Gewöhne dir bitte an, so zu arbeiten, dass du mit dem Pinsel nur streichst und in diesen streichenden Bewegungen trägst du das dann auch aufs Gesicht auf. Das kann man natürlich viel, viel schneller machen, als ich das jetzt zeige. Das ist dann Gewohnheit. Man hält die Palette, ich halte sie jetzt auch mal vor die Nase. Also ich gehe noch einmal hier vor deinen Augen da rein, damit du siehst, dass ich auch das Produkt benutze. Jetzt halte ich die mal für mich etwas praktischer.
und trage ganz gezielt da die Farbe auf, wo ich sie brauche. Wenn man nämlich die richtige passende Farbe hat, deswegen machen wir auch diese Dreierpaletten, damit man das immer individuell anmischen kann, weil wir ja rund ums Jahr die Hautfarbe doch verändern. Und du trägst da mehr Farbe auf, wo du etwas abdecken willst. Sieht man dann eben nicht beim Rest, weil die Farbe passt da jetzt dazu. Ne? Du könntest jetzt also nicht sagen, boah, die Farbe hat sich jetzt total verändert, hat sie nicht. Sondern was sich verändert, ist das Gesamtbild, dass die Haut samtiger aussieht und ebenmäßiger wirkt, weil die Rötungen verschwinden und weil das alles schön einheitlich ist. Gerne auch mal über das Augenlid streichen, dann lässt sich dann später der Lidschatten wesentlich besser verteilen. Gerne mal hier am äußeren Augenwinkel etwas dicker dran. Das hebt direkt das Auge. Und wenn du dann alles aufgetragen hast, Ohren nicht vergessen. Viele Frauen haben richtig heiße, rote Ohren. Also auch gerne mal über die Ohren streichen. Bis zum Hals runter. Zart unterm Auge. Also unterm Auge musst du gucken, wie viel Puder verträgst du da. Denn jeder deckende Puder lässt Haut etwas strukturierter aussehen. Das ist so. Das ist jetzt nicht nur bei unseren Produkten so, sondern bei allen Make-up-Produkten, die abdecken, die muss man vorsichtig da auftragen, wo Haut ein bisschen schrumpelig ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ne? Also meine Augen sind schrumpelig, deswegen muss ich ganz zart hier mit der Menge des deckenden Puders aufpassen, dass das auch beim Lächeln nicht, nicht älter aussieht, als es aussehen soll. Hier habe ich gerade im Spiegel gesehen, brauche ich noch Abdeckung. Und jetzt mache ich etwas, was man auch mit diesem Pinsel machen könnte, kann oder mit zum Beispiel dem Doppelpinsel. Der ist so ein bisschen schlanker hier oben, muss aber nicht, weil es muss ja morgens schnell gehen. Da kann man jetzt nicht noch zwischen, ich weiß nicht, wie viele Pinsel hin und her. Dann gehst du mit der Spitze in die helle Farbe und gehst hier nochmal so in den inneren Augenwinkel. Das hält dann etwas auf. Intensiver wird es natürlich dann, wenn du drunter auch noch ein bisschen Concealer aufgetragen hast. So, hier kommt noch ein bisschen Schlaf aus dem Auge. So. Und schon siehst du viel, viel, ja, ich finde, gepflegter, frischer und wie gesagt, schlanker aus. Das ganze Gesicht wirkt komplett anders. Nochmal zum Thema, warum immer drei Farben? Also das ist die Mischung von beiden Paletten, die kalt und warm, habe ich mir halt in so eine Sechser gesetzt, um das alles immer griffbereit zu haben, damit ich hier, wenn ich Videos drehe, nicht mal die Palette suche und mal die Palette suche. Und zum Thema, warum ist es sinnvoll, drei Farben zu haben? Weil wir haben ja auch jede Farbe einzeln. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, ich wechsle ja im Jahr über meine Hautfarbe kaum und ich brauche genau die Farbe, was soll ich mit den anderen beiden, kann man die alle einzeln kaufen, entweder in die Einzeldose setzen, ne, die sieht so aus wie hier fürs Rouge mit Schraubdeckel, oder man nimmt das und kombiniert das zusammen mit Lidschatten, wie auch immer. Und das ist meine Antwort auf die Frage, warum macht eine Palette Sinn? Weil ich zum Beispiel nehme im Sommer wahnsinnig gut Farbe an. Im Februar schätze ich, wir können es dann nochmal beobachten oder ich zeige euch das nochmal. Im Februar wird meine Haut wahrscheinlich komplett so aussehen wie jetzt hier, weil das, was im Sommer an Farbe draufkommt, das geht im Winter auch ganz schnell weg, weil ich gehe nicht auf die Sonnenbank. Oh Gottes Willen, bloß nicht. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Also, ne, wichtig, Dreierpalette, wer die Hautfarbe übers Jahr stark wechselt, aufgrund von viel draußen sein. Und jetzt ist es natürlich auch viel einfacher, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ein bisschen einschattieren, weil die Haut ganz, ganz ebenmäßig ist. Ich nehme jetzt nochmal dafür meinen alten Foundation-Pinsel, weil warum soll ich ihn jetzt wegtun, nur weil es neue gibt? Natürlich behalte ich den.
und schattiere hier ganz leicht. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, oh, mein Hals sei aber übertrieben abschattiert aus. Und an dem Tag kann ich das gar nicht drauf. Egal. So, was auch super geht, wenn man das übers Augenlid gestrichen hat, ist, dass man die Lidfalte nochmal einschattiert. Dazu mische ich bei mir Grau und Braun, gehe ich immer so hin und her. Schluffipuschel. Und auch das lässt sich dann viel, viel besser verteilen, wenn das so grundiert ist. Augenbrauen würde ich jetzt noch machen und Wimperntuschen, Rouge setzen. Ach komm, das mit dem Rouge machen wir jetzt noch mal gerade, ne? Aus dem Sonnenkussmixer mache ich nämlich tschub, tschub, tschub. Weil im Moment, dadurch, dass ich Farbe habe, vertrage ich sogar das Honeymoon Rouge, wo man als blasser Mensch schon ein bisschen sparsamer mit umgehen sollte. So, und wer sagt, ja, aber im Winter tut es mir ganz gut, wenn ich noch ein bisschen mehr Farbe habe, weil über die Grundierung würde ich nicht Farbe ins Gesicht bringen. Die sollte nur gleichmäßig machen. Dann nehme ich zum Beispiel hier Sonny Bräunungspuder und würde jetzt hier nochmal über die Schläfe gehen. Und auch da kannst du erkennen, sieht das Gesicht direkt nochmal geformter aus. Wenn das hier an den Seiten ein bisschen dunkler ist. Und es sieht auch nochmal frischer aus. Das brauche ich natürlich jetzt nicht, weil ich die Farbe habe. Aber wer blass ist, der kann hier und da sehr gut von dem Sonny gebrauchen. So, jetzt schüttel ich mein Haar für dich. Und sage, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Make-up-Tipp ein Stückchen weiterhelfen. Denn mit der Quaste geht das sehr, sehr gut. Aber mit dem Pinsel ist es eben nochmal gezielter. Du denkst bitte dran, immer nur über die Farbe zu streichen. Das kann man auch mit beiden Pinselseiten machen und dann beim Auftragen auch den Pinsel so drehen. Bitte nicht rühren und stochern. Das verbraucht viel zu viel Material und macht einfach nur Schweinerei. Manchmal sind es so die Kleinigkeiten, die den großen, großen Unterschied machen. So wie unser Service beim Make-up Coach der Unterschied ist zu anderen Firmen, die ihre Kunden einfach mit dem Produkt alleine lassen. Hat dir das gefallen? Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Solltest du uns noch nicht abonniert haben, bitte das Glöckchen anklicken. Dann verpasst du keinen Film mehr und den Newsletter, ne? Ja. Den brauchst du unbedingt. In diesem Sinne, tschüss, die Michaela, dein Make-up-Coach.